Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks. Ja, heute zeigen wir Ihnen einen Waschtischschrank in einem Bad, was nicht gerade riesig ist und wir trotzdem alles herausgeholt haben. Wir haben hier eine Nische, da ist dieser Waschtischschrank drin. Hier dieser offene Korpus in Eiche. Im Nebenraum bzw. im gesamten Haus ist ein Parkettboden, wo wir das Holz angepasst haben von der Farbe. Obendrauf haben wir eine getönte Rauchglasscheibe, ein Steinbecken und haben hier quasi Schubkästen mit einer Griffhuhe. Wenn wir die öffnen, geht da drin die LED-Beleuchtung an und wir sehen hier die Ausklinkung für den Siphon und den Abfluss. Haben hier Kleinteilefächer und mal richtig viel Platz. Hier unten haben wir auch jede Menge Platz und auch eine Griffhuhe. Das heißt, es ist komplett clean und ich kann hier wirklich bequem ankommen und es passiert nichts. So, wir haben hier das Eichefach rechts außen, passend zu dem Parkett, das man hier links im Bild sieht. Und dann haben wir eine Besonderheit. Wir haben die Schubkastenfront und eine Passleiste, die bündig ist mit der Schubkastenfront. Die Griffhuhe hier, die läuft durch, dass das alles eine Fläche ist. Ja, und wenn wir die Schublade aufmachen, sehen wir die indirekte LED-Beleuchtung in der Schublade, die Ausklinkung für den Siphon und die Facheinteilung, wo wir richtig viel Platz gewinnen. Und wenn wir die Schublade wieder schließen, sehen wir, dass sowohl die Passleiste, mit der wir die Unebenheiten der Wand ausgeglichen haben, eine Flucht bildet mit dem Schubkastenfronten. Das gleiche mit dem Eichekorpus, auch bündig eine Front hier vorne. Ja, und obendrauf die Rauchplatte ist auch bündig in einer Flucht endend. Also einmal alles bündig. Ja, und die mega Herausforderung hier war unter anderem auch dieser Spiegel. Wir haben einen Rahmen aus Edelstahl gefertigt und haben in diesem Rahmen eine LED-Beleuchtung reingesetzt, die hier wirklich rundherum direkt auf den Spiegel das Licht bringt, sodass man sich hier perfekt sehen kann und ja, ein super gelungenes Bad hat am Ende des Tages. Ja, wir denken, hoffen, achso, und wir haben natürlich, warum jetzt die Logik, die Abschrägung gemacht, dass wenn man hier auf die Toilette geht, sich nicht hier die Knochen einhaut in dieser Ecke, weil es einfach keine Ecke gibt und es schön gefällig ist. Ja, wir denken, hoffen und wir sind total überzeugt, dass euch dieses Bad gefällt. Falls nicht, haben wir noch ganz viele andere Lösungen und wünschen euch eine tolle Zeit und vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, tschüss.